Kapitel 4 Pokerstädtchen. Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Odin Sphere mit Velvets. Ja, im letzten Part haben wir diesen verdammten Kessel da aufgehalten. Everyone was rushing around. Father has a bad back, but he still tries to keep up. I worried about all of you. I'm just very relieved. Meryl. Naja, wie dem auch sei. Aber auf jeden Fall haben wir im letzten Part jetzt den Kessel da aufgehalten und wir haben auch den Lord Brigands dort auch bekämpft. Und wir haben auch nebenbei dort auch Gwendolyn getroffen. Und ja, mal schauen, wie sich das ganze Geschehen gleich noch weiter umwandeln wird. Erstmal müssen wir ein paar Experience jetzt mal holen. Damit es für uns ein bisschen besser ist. Und wir einfach Eis mit Früchten. Das sollte dann für unsere gute Gwendolyn dann reichen, damit sie einen ordentlichen Level-Up dann bekommt. Na, ja, geht doch. Will this be all for you? Ja. Thank you very much. No problemo. So, dann gehen wir mal raus. Okay, diesmal gehen wir zum Winterhornkamm. Here we go. In der Nähe des Pokerstädtchens. Such a small ring is the key to Armageddon. Master. Will the cauldron remain asleep? Perhaps. Perhaps the prophecy could be mistaken. You must never give the Ring of Tytrell to anyone with a lust for power. Hey, here she is! What? Indeed. This saves us the trouble of having to go underground. What do you want? Wait, listen. King Valentine has ordered us to come here. My grandfather? Princess, the king is furious. The customary punishment for disobeying the king is hanging or crucifixion. Quiet! You have nothing to worry about. The king is a kind man. He said if you'll return the ring, he'll love you again. Princess Velvet. I will not let him have it. Killing her isn't an option. Just steal the ring. Like candy from a babe. There are too many of them. Run away. Quiet, old man. Master. Yeah. Worry not about me. Hide the ring where no one will find it. Don't let her escape. Verfluchte Goblins. Winterhorn kam. Verstecke den Ring an einem Ort, den keine böse Macht hier erreichen kann. Das ist schon mal eine richtig interessante Aufgabe. Einfach den Ring irgendwo hier im Winterhorn kam verstecken. Aber gut, machen wir. Auf jeden Fall scheinbar haben die Goblins auch auf diesen Ring abgesehen. Wahrscheinlich wissen sie auch, was mit diesem Ring auf sich hat. Aber wir werden es auf jeden Fall nicht zulassen, dass sie diesen Ring in die Hände bekommen. Und falls es passiert, dann, ja, dann haben wir ja richtig Probleme. So, dann gehen wir mal hier raus. Ah, wieder dieses Rübli. Ich brauche mal ein bisschen mehr. Jetzt kommen wieder diese Sprungpassagen. Eine Fusionprisma. Na, aber hallo. Geh mal her damit.
sala. Ah, bueno. Benutzen wir mal die Feuer. Wie das sich gerade anhörte. Wie so ein richtiger Beat von einer Musik. So, Fusion mal halten. Mal schauen, welche Fähigkeit wir jetzt kriegen werden. Ich hoffe auch diesmal gute. Flammenstraße. Okay. Heiß lohnende Flammen bedecken den Boden vor dir. Hm. Okay. Müssen wir mal gleich testen, wie das aussieht. Hier gibt es noch diesen Tornister, den mein Inventar auffüllt. Also wir könnten hier schon ein paar gute Sachen schon mal looten. Rezept für Maulbeeren. Wieder. Vor allem Blätterteigschnitte. Maulbeeren, Milch und Ei. Ich frage mich, ob ich überhaupt diese Rezepte habe. Ich meine, diese brauchen Stoffe, die ich jetzt für das Kochen brauche. Klar gibt es dafür auch eine Menge Experience, aber ist eigentlich Wayne. So, jetzt haben wir noch ein Gemisch. Alchemie-Gemisch, unliche Magie gewährt. Trollmalzahn. Da ist dieses Ding. Unendliche Magie. Das ist doch schon mal was. Ich glaube, damit könnten wir richtig mal hier durchdrehen. Unendliche Magie, ich glaube. Ich glaube, es ist dann Weihnachten, wenn wir dann die unendliche Magie haben. Okay, ich muss dann wohl in die andere Richtung. So, gehen wir mal in die Rastzone. Wow. Do you have any warming men? Ja, bla bla bla. Einmal die Gebietskarte müssen wir mal kaufen. Stopp. Ei, Milch. Diese könnte ich auch mal gebrauchen auf jeden Fall. Kraftstein, Eisamulett. Wärmetrank. Wärmetrank ist auch richtig nutzvoll, falls wir hier mit richtig übertriebenen Gegnern haben werden, die auf Kälte aus sind. Weil der Wärmetrank hilft uns dann. Scheiß Troll, willst du mich? Na, dann essen wir mal was. Lassen wir mal einen. Das genügt. Ich möchte mal diesen neuen Rezept mal ausprobieren. Moment, dann gibt's noch etwas. Flirrfeuer. Ey, egal. So. Mein Freund. Ich habe ein neues Rezept für dich. Would you happen to be the tizzle? I shall strive to create a meal you enjoy. Huh? A new recipe. Allow me to. Ja, bla bla bla. So, wo haben wir das? Da ist es. Maulbeeren Blätterteigschnitte. As you wish. Ich frage mich, wie viele Rezepte wir hier noch finden werden. Beinahe noch ein Level up. Aber wir machen noch mal.
Very well. Noch einmal schadet nie. Will that be all? Ja. Level 18 ist immerhin schon was. So. Flirrvoll können wir jetzt mal aufheben. Ah, wieder mit diesen Eiselementaren. Ich hasse diese Dinger. Nein, geht mal weg. Rolle. Gehen wir mal hier raus. Oh, noch mal viele Sturmjäger. Ich habe gerade aus Versehen mein Mikrofon hier gerade angefasst. Entschuldigung. Der Mittrank baut sich ja schon ein. Gehen wir mal hier rein. Mini-Wurstzone. War klar, dass wieder dieses Gespenst ist. Der Mittrank. Der hilft uns gegen diese Eiselementare. Hauptsache, damit werden wir nicht langsamer. Nice. Du hast Eiselementare, ich habe Feuerelementare. Wir sind quitt. Mach mal Großdampf. Großdampf hilft immer bei den Bossschlachten. Und tschüss. Ihr Stück verdammt. Geht doch. Okay, wir haben jetzt gerade eine kleine Tasche erhalten. Wir machen uns weiter jetzt nach Norden auf. Dort gibt es auch noch ein paar interessante Items, die uns hier holen können. Da gibt es zum Beispiel diesen Ring da. Das wird wieder ein Miniboss. Ah. Dieser Troll-Titan oder wie auch immer dieses Ding da ist. Der wird jetzt richtig stark übertragen hier mit seinen ganzen Kugeln und sowas. Ja, der ist nicht ganz so einfach. Aber wir schaffen ihn schon. Verdammt.
bist du nur? Fetter Steinbrocken, du. Oder nee, besser gesagt, fetter Troll. So, du bist also auf die andere Tour, was? Ja, komm, verwandle dich wieder in deine beschissene Kugel. Haut einmal ab. Das ist unfair. Wir müssen was mal machen. Hier. Beule mit der Familie wollten. Noch ein bisschen, sonst werde ich. Und tschüss. Nicht doch so gut wie geschmiert. Ich bekomme diesen Ring. Magnetring. Ich glaube, den haben wir schon einmal getragen. Kann sein, ich weiß nicht. So, oh, da ist noch eine Fusion-Prisma. Käse und noch ein, wahrscheinlich so ein Alchemie-Gemisch oder sonstiges Pillebuff. Wir checken das mal jetzt mal aus. Ich hoffe, das ist kein Rezept oder sowas. Blöde Trolle. Set für Hähnchen-Eintopf, ist es dein Ernst? Krauter Yggdrasil-Essenz und Hähnchen. Und ich dachte, das ist etwas anderes. Ah, was soll's. Ich wollte mit dir eigentlich nicht reden, ich wollte eigentlich nach oben. Da ist schon der Boss, Käse und Diffusor und Prisma. Auf zur Fusion Prisma. Der Schneesturm macht dieses Fortkommen unmöglich. Hab ich keinen Feuertrank, Wärmetrank? Das sollte eigentlich helfen. Hey Dude. Hast du Wärmetrank? Brötchen noch hier. Wärmetrank hat er. Das ist gut. Damit könnten wir dann da durchkommen und dann uns Fusion Prisma schnappen. So, jetzt den Tank trinken. Wie? Ach, wir versuchen das einmal, okay, Leute? Ein Versuch ist es wert. Oh Mann! Komm schon, das ist aber unfair. Ich habe nichts, was ich gegen diesen verdammten Schneesturm jetzt machen kann. Mann, das darf doch nicht wahr sein. So ist das ein... Ey, das ist aber sowas von mies. Wir müssen jetzt ohne Fusion Prisma weiterkommen, Leute. Sorry. Ist doof, aber wir müssen das leider so machen. Dann kein anderer Wahl.
das ist schade. Blödes Hippogreif-Thing. Thing ist ein. Thing. Meine Ding. Meine Güte. Thing. Ja, genau. Thing. Hippogreif-Thing. Nein. Da ist noch eine Truhe und ein Goldpunkt. Das brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt einfach zum Boss. Ist richtig doof, dass wir das mit der Fusion-Prisma nicht hingekriegt haben. Aber naja, manchmal muss man auch mit Risiken leben. Immerhin haben wir den Großteil der Gebiete hier auch erforscht. So, dann essen wir jetzt mal was Schönes, bevor wir dann uns zum Boss aufmachen. Damit wir dann gut vorbereitet sind. Stufe 20, perfekt. Stufe 21 sind wir jetzt, aber beinahe noch Stufe 22. Aber das geht schon. Jetzt erstmal eine Materie mischen. Ja, Eiselemental. Ich frage mich, welcher Boss das jetzt sein wird. Ich hoffe nicht wieder Lord Brigand. Über den Wolken. As you can see, his soul is with the stars. Why are you here, Jewel Handler? If I dislike your answer, you shall not leave this mountain. I have been waiting for you. I have been waiting to meet Hindle's friend. My name is Wagner. Who are you? I must know or I will not help you. I am Princess Velvet of Valentine. You are related to the one who created the cauldron that destroys souls. And that jeweled chain. Hindle last told me. A shadow knight from the fairy kingdom would soon come to take his life. He knew it all, but he died following his destiny. He mentioned you then. He died from that jewel. Don't casually dismiss his death. Do you think of us as mere lizards, incapable of shedding tears? You don't seem to understand that my friend's death pains me terribly. It pierces my heart, you witch of Valentine. I could crush your bones and drink your blood, but it would bring me no peace. I curse the misfortune of meeting you here. Wagner, please wait. Ich glaube nicht, dass Wagner jetzt warten wird. Er will uns einfach vernichten. Der tummende Drache Wagner. Ja, und dieser tote Drache, neben dem Velvet da stand, ja, das war Oswalds Werk. Aber Wagner will es einfach nicht so hinnehmen. Er will es jetzt einfach ausräuchern. Sorry, Wagner, aber das ist gerade mit der Falschen angelegt. Velvet ist nicht so. Machen wir Illumini. Zeit für die Eiselementare.
komm schon. Ich weiß nicht, was ich noch gegen ihn jetzt benutzen soll. Warte mal. Cyclone wäre besser. So. Perfekt. Okay, das war mies. Das war mies von ihm. Verdammte Feuerelementare. Lass mich in Ruhe. Kommen die alle her, verdammt. So, jetzt reicht's. Hier, Flammenstoß für dich, Wagner. Wenn du noch nicht genug hast, sag mir. Ich mach dich fertig. Show you what a true dragon is capable of. You can take my life, but please hear what I have to say first. I do not care if you beg. I have stopped the cauldron to prevent a great disaster. Hindle told me to come here. Eh? What did you say? You stopped the cauldron that creates the jewels like the ones you use? No one can command the cauldron now. Save for the one wearing this ring, Tytrell. This ring is the only thing that can reactivate the cauldron. If you speak the truth, then that means that no more jewels can be created. The Demon Lord and the goblins are all searching for this ring. Please lend me your aid. I come here to hide this ring where nobody will be able to find it. Are you saying that the Valentine royal family wishes to dig its own grave? I never thought I'd hear that. But there is nowhere that is truly unreachable to all. Wherever the ring is buried, the dwarves will eventually dig it up, given time. Then what do you suggest? Let me take the ring. I am Wagner, ruler of the sky. Not even the beast of Armageddon can reach me above the clouds. And I am safe from Odin. Why is that? We made a deal long ago. In reward for his valor, I gave him my blood. The source of his mighty power is the dragon's blood running through his veins. As a result, Odin's powers cannot harm me. Now, give me that ring. Please be careful. This ring is sought by more than just kings. 'Tis my responsibility. Thank you, Wagner. If Odin is hunting you, I would advise you to stay away from this mountain. I often see the Demon Lord's Valkyrie in the area. I cannot hide from him. This situation must come to an end eventually. I may be Valentinian royalty, but I am Odin's daughter. What? It
jetzt hast du die Weiterbahn. I will be captured by the Aesir. As the thief who ruined their chances of victory. Das war das, also vorausgesagt wurde, ist jetzt also in Kraft getreten. Feuerteufel. Wagner hat jetzt also auch erfahren. Wir haben auch erfahren, dass er auch quasi ein Deal mit ihm gemacht hat, dass er das auch mit dem Ring da was zu tun hatte, mit dem Titel. Aber da hat jetzt Wagner jetzt auch die noch eine Wahrheit erfahren, dass Velvet jetzt die Tochter von Odin auch noch ist. Ich frage mich, wie Wagner jetzt überhaupt darauf reagieren wird. Wird er dann sagen, ach okay, schwamm drüber, ich helfe dir trotzdem, oder wird er einfach denken, nee, so geht das gar nicht. Fragen über Fragen, Leute. Aber das wird immer spannender und spannender. Gut, ich glaube, das sollte reichen. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bleibt dabei, denn im nächsten Part bei Odin's Sphere geht es dann weiter mit Velvet und wir werden herausfinden, was dann passieren wird. Bis dann!